Gute Erfahrungen habe ich auch damit gemacht, parallel zum Hearing Einzelgespräche zu führen. Hier hat man zwar nicht jetzt in dem Sinn die Beobachtung zweiter Ordnung, weil es eben ein Gespräch nur mit einer Person ist. Aber gerade bescheidene Menschen, die vielleicht auch nicht viel Erfahrung mit Bewerbungssituationen haben, gehen in ein Gespräch mit einer Einzelperson, das nicht als Hearing oder als Auswahlgespräch deklariert ist, sondern als Vorgespräch für die Personalauswahl viel entspannter hinein und man kann von denen viel mehr über ihr Verhalten und über ihre Eignung erfahren als in der Hearing-Situation, wo viele möglicherweise gute Bewerber einfach mit der Situation sich gegenüber vier, fünf, sechs anderen Personen in einer Hearing-Kommission präsentieren zu müssen. Also ich habe dann oft auch zur Vorbereitung von einem Hearing Aufgaben gegeben, die schriftlich kurz vorm Hearing umzusetzen waren. Und zu diesem Zweck mussten die Leute eine Stunde oder eine halbe Stunde vor Beginn des Hearings sich an einer anderen Stelle melden, bekamen dort die Aufgabe und wurden angewiesen, dort direkt vor Ort, zum Beispiel in einem Sekretariat oder bei einem anderen Mitarbeiter unter quasi Aufsicht diese Aufgabe lösen, so dass man sicherstellen konnte, dass sie nicht telefoniert haben oder was auch immer. Und da habe ich auch dann immer auch nachgefragt, wie diese Person in dieser Situation gegenüber dem anderen Mitarbeiter gewirkt hat. Also ich habe mir auch außerhalb von der Hearing-Situation versucht, andere Eindrücke von dieser Person zu bekommen. Manchmal haben wir es auch so gemacht, dass wir die Bewerber gebeten haben, den Vorgänger, also der noch auf der Stelle saß, die neu zu besetzen war, zu besuchen und sich dort über die Umstände und Rahmenbedingungen dieser Führungsposition zu informieren. Und dann haben wir im Nachhinein gefragt, wie sich diese Personen im Haus bewegt haben, wo sie sozusagen angeklopft haben, mit wem sie gesprochen haben und welcher Eindruck da entstanden ist. Und das war oft sehr aufschlussreich, weil manchmal Bewerbungen, die beim Hearing richtig gehend geglänzt haben, wenn sie dort vor Ort den Kontakt gesucht haben und irgendwo nachgefragt haben, als sehr überheblich und von oben herab andere behandelnd empfunden wurden. Und da sieht man wieder ganz deutlich, dass Menschen sich für ein Hearing sehr stark an die geforderten Umstände oder an das geforderte Verhalten anpassen können. Und das ist dann oft kein sehr guter Prädiktor. Also was man beim Hearing dann erlebt, ist kein sehr guter Prädiktor oder kein sehr guter Hinweis darauf, ob jemand in der konkreten Situation als Führungskraft auch gut geeignet ist. Und erfahrungsgemäß, und da bin ich einer Meinung oder da bestätigt sich diese Meinung auch in wissenschaftlichen Studien, dass Führungskräfte sehr erfolgreiche Organisationen in der Regel sehr bescheidene Menschen sind. Und das hat sich auch im Zuge meiner Erfahrungen in 15 Jahren Auswahl von Führungskräften immer wieder herausgestellt, dass Menschen, die sehr beeindruckend auftreten konnten, die Führungsaufgabe nicht optimal umgesetzt haben. Und das hängt damit zusammen, dass bescheidene Menschen ihre eigene Meinung nicht so wichtig nehmen und daher eher in der Lage sind, im Führungsalltag Kompromisse zu organisieren und Menschen für eine bestimmte Aufgabe oder für eine bestimmte Lösung oder Zielsetzung zu begeistern, indem sie sie
einbinden und indem sie auch andere an der Gestaltung mitwirken lassen und Menschen, die weniger bescheiden auftreten und scheinbar ein sehr starkes Selbstwertgefühl haben, denen ist es eher wichtig, dass sie sich durchsetzen, dass sie ihre Meinung durchsetzen und erfahrungsgemäß sind Mitarbeiter nicht unbedingt immer begeistert, wenn sie die Ideen und Lösungen und Vorstellungen ihrer Vorgesetzten umsetzen sollen, sondern sie sind eher engagiert und aktiv, wenn sie Lösungen umsetzen sollen, an deren Erarbeitung sie auch in gewisser Weise beteiligt waren. So viel ganz kurz zur Auswahl von Personal und auch zur Auswahl von Führungskräften. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. In der Tradition der Personalauswahl, besonders im Bereich der Führungskräfte, liegt es, dass man sehr stark auf fachliche Qualifikationen orientiert hat in der Vergangenheit. Und das hat sich inzwischen geändert und es macht Sinn, denn die fachliche Qualifikation ist gerade in einer Führungsrolle, aber auch generell, auch bei Nichtführungskräften, nicht in dem Maße wichtig. Und viel wichtiger wird die Passung zu der Persönlichkeit, zu einer Organisation, zu einer Organisationskultur, zu dem Team, das geführt werden soll, zu den Führungskräften. Also die Persönlichkeit und die Passung der Persönlichkeit zur Organisation sollte das hauptausschlaggebende Auswahlkriterium sein und alle fachlichen Aspekte können durchaus mit Personalentwicklung noch beeinflusst werden, aber die Persönlichkeit, wenn die nicht passt, da nützen auch die Instrumente der Personalentwicklung nicht viel. Worauf man auch noch achten sollte, ist so etwas wie Felderfahrung. Das heißt, wenn jemand in einem bestimmten Bereich tätig war, dann hat er Felderfahrung und wenn er das nicht hat, dann tut er sich sehr schwer, in eine neue Organisation sich hineinzufinden und zu orientieren und als Führungskraft tätig zu sein. Also das Wichtigste ist, dass die Persönlichkeit passt. Dann ist es wichtig, dass es sowas wie Felderfahrung gibt. Und als drittes Auswahlkriterium sollten wir erst auf die fachliche Qualifikation schauen, die natürlich auch in gewisser Weise vorhanden sein muss, aber die darf nicht als hauptsächlicher Aspekt im Vordergrund stehen. Das wollte ich noch ergänzen.